Na, greif doch an! Mhm. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier sogar gleich ein Ghoul auftaucht. Das könnten wir eigentlich ja auch gleich mal anfangen. Kommst du mit, Mädel? Sehr schön. Oh, Glühwürmchen. So, hier haben wir noch so eine Kapelle. Okay, das Licht machen wir mal noch nicht an. Wir wollen ja noch ein bisschen Ressourcen. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Sie sind fort. Echt? Es schimmert noch alles grün. So. Lämmchen an. So, hier haben wir noch Überreste. Ja, damit. Oh, Quest aktualisiert. Bargestvertrag. Wir haben genügend Bargestschädel wahrscheinlich eingesammelt. Kann ich irgendwie sehen, wie viel Leben die noch hat? Die Hälfte. Okay. So, hier oben haben wir noch eine Kapelle. Okay, vielleicht bringen wir es ja einfach erstmal in Sicherheit. Ich meine, den Bargestvertrag haben wir ja mittlerweile. Ah, ja, 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 ja. Okay, der schnelle Kampfstil zahlt sich wohl eher aus. Manchmal habe ich das Gefühl, es reagiert nicht so stark. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Quest aktualisiert. Nachtigall verspätet sich. Okay. Dann war es vielleicht doch ganz gut, dass ich die immer erst platt gemacht habe. Sollte wohl so sein. Okay. Komm, Schnecke, weiter. Oh, der Mond, wie schön. So ein abendlicher Nachtspaziergang ist schon was Schönes. Ah, okay. Bis hierhin. Bis hierhin und nicht weiter. Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang.
Bringt ihr den Wein. Ich sorge für das Essen. Alles klar. Na, diese Bürgerwehr, die hält da wohl nichts aus. Und du, geh mal schön nach Hause, damit wir auch wirklich einen schönen Abend haben können. Das sind schreckliche Zeiten. Eieiei. Weiter geht's. Bleibst du hier? Mädchen, du sollst heimgehen. Na, greif schon an. Wo läuft die hin? Okay, ich laufe jetzt mal nicht hinterher, dann kriege ich es nicht mit, falls was passiert. Hey. Ich hab eigentlich gedrückt gehabt. Mensch. Okay, hier gibt's aber viele von denen. So, der eine reisende Händler ist tot. Und hat nur 2 Gold bei sich, ne? Super. So, wir müssen ja noch ein paar Kapellen finden. Wo finden wir die? Kapelle. Habe ich ja eigentlich schon. Lagerfeuer, schade, die sieht man hier drauf nicht. Schrein. Okay, das ist wohl der letzte. Oder? Wie viele habe ich denn noch Kerzen? Eine. Ja gut, dann ist das wohl die letzte. Und vielleicht sollte ich irgendwie erstmal heilen. Jetzt haben wir ja doch noch ein bisschen Essen. Steine vorübergehen, die Regeneration der Vitalität. 8 Minuten. Ich sehe irgendwie kaum, dass meine Vitalität höher geht. Gucken wir mal, ob wir das dann noch schaffen mit so wenig Leben. Oh, Vitalität. Vitali Klitschko ist schon weg. Da haben wir noch was zu essen. Falscher Knopf. Hilfe! Na, willst du mal angreifen? Der haut ab. Hat es was mit diesen Schreinen zu tun? Und
verzeihlich. Menschen und Anderlinge bezahlen die doppelte Mahlsteuer. Alles ganz klar. Ich bleib mal von diesen Kapellen fern. Irgendwie habe ich das Gefühl, die tauchen ständig dort auf. Ich meine, genügend Bargesschädel habe ich ja jetzt schon für meinen einen Auftrag. Muss ich nicht unbedingt mehr davon töten? Oh, ist ein Bernstein. Kann man nicht essen. Ja, jetzt habe ich nichts mehr zu essen dabei. Ja, super. Na gut, muss reichen. An Vitalität. Aber die geben natürlich auch noch andere Sachen, wie das hier zum Beispiel. Ektoplasma, das kann man natürlich gut gebrauchen. In Zukunft wahrscheinlich irgendwann, irgendwo, irgendwie. Von daher eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich die alle umbringe ständig. So, da hinten ist die letzte Kapelle. Okay, es geht erstmal nicht. Oh, schon alle tot. Okay, Gruppenkampfstil funktioniert wohl doch. Sehr schön. Okay, das haben wir fertig. Haben wir sonst noch irgendeine Quest, die nur nachts funktioniert? Ich weiß gar nicht. Oh. So, Berengar, ja gut, das schaffen wir noch nicht. Baggest vertragt. Ich muss Ebbige aufsuchen, um eine Belohnung zu erhalten. Okay. Was heißt dieses Sternchen? Aktiv. Geht wohl alles in Nacht. Mit einem bekannten Bewohner des Umlands reden, ja klar, gesucht. Um die Feinde des Professors zu finden, muss ich, ja, alles klar, das ist der Vergangenheit. Ich muss Gefährten in der Kaverne oder der Stadtmauer finden. Die Feuer haben die Bargäste nicht vertrieben, ich sollte dem Geistlichen sagen. Okay, jetzt haben wir eigentlich nur noch die Ertrunkenen und sowas, die nachts herumgeistern. Dann gehen wir hier lang, weil ich soweit ich das noch in Erinnerung habe, kommen wir von hier aus auch zum Ufer. Habe ich irgendwie Schwalbe oder sowas? Tafel Wasser. Pflaumentinktur. Qualität Vorwerk, Grundstoff für Tränke, Starkalkohol. Spezialität temerische Hausfrauen. Okay. Kirschgeist, Dingster, Waldkauz, Ausdauerregeneration.
Kann man das irgendwie so sortieren, genau. Was haben wir denn da? Ja, Waldkauz, unbekannter Trank. Weiße Möwe. Verbessert Reflexion, ja. Hört die Vitalität jetzt. Dingster Boomster. Oh ja, jetzt geht's gut und vorwärts. Gut, hier die Häuser haben wir jetzt noch nicht angeguckt. Kaufmannsbrücke, da gehen wir jetzt noch nicht lang. Wir gehen jetzt hier erstmal runter. An den Ufer, genau. Und sammeln mal ein paar Tote und Tote. Da steht schon einer. Hey. Oh, mehrere sogar. Ah, ja. Sind schon alle tot. So, dann sammeln wir mal alles ein.